Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Lammler, wir haben sozusagen bei der Grundfrage, die Ihrem Antrag zugrunde liegt, keinen wirklichen Dissens, dass der Rundfunkbegriff im Rundfunkstaatsvertrag aus einer anderen Zeit kommt. Das ist völlig unbestritten. Und da ist der Antrag durchaus richtig. Jede Person kann heute zum Sender oder auch zur Senderin werden. Diese Entwicklung ist absolut zu begrüßen. Sie bringt uns durchaus weiter. Es ist gut für die Demokratie, wenn mehr Menschen ihre Meinung nicht nur haben, sondern auch äußern und auch verbreiten können. Das ist gut. Herr Lammler, Sie haben uns eben ein bisschen vielleicht auch mehr erzählt vom Internet, als man das hier noch erzählen muss, weil inzwischen wissen hier sehr viele Leute, glaube ich, auch um die Möglichkeiten der Digitalisierung. Ich deute das einfach mal so, dass Sie einfach, wie auch ich, ungebrochen fasziniert von den Möglichkeiten sind, die das Internet bietet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns dann konkret den Antrag angucken, der Kollege Schick hat es gerade schon angesprochen, dann ist es doch im Wesentlichen eine Sammlung von Prüfaufträgen. Da geht es darum, eine Entwicklung zu evaluieren, die schon an ganz vielen Stellen besprochen wird. Es gibt zahllose wissenschaftliche Abhandlungen zu den Veränderungen der Medienlandschaft im Zuge der Digitalisierung. Damit lassen sich inzwischen wahrscheinlich Bibliotheken gut füllen. Es gab in den letzten Jahren zahllose Veranstaltungen und Diskussionen bei allen relevanten Treffen in der medienpolitischen Szene. Und es zeigt eigentlich, wir müssen nicht noch eine Untersuchung machen, die wir neben diese Studien und Dokumentationen ins Regal stellen. Der zweite Aspekt, den hat der Kollege Vogt angesprochen, die Diskussion über einen zukunftsfähigen Rechtsrahmen läuft schon längst, insbesondere auch diese Frage, was ist eigentlich Rundfunk in unserer Zeit, ist ja ein ganz wichtiges Thema in dieser Kommission, die den Medienstaatsvertrag entwickeln soll. Wir wissen nicht genau, mit welchem Ergebnis. Ich empfehle allerdings denjenigen, der diese Frage gelöst hat, dann als nächstes mit der Lösung des Nahostkonflikts zu beauftragen. So ähnlich kommt mir das jedenfalls manchmal vor, wenn ich mir so anschaue, wie schwierig es ist, mit rundfunkrechtlichen Staatsverträgen in den letzten Jahren voranzukommen. Aber wir bleiben da mal optimistisch. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, etwas zu erreichen. Für uns Grüne ist jedenfalls klar, die Medienordnung in Deutschland ist im digitalen Zeitalter noch nicht angekommen. Wir brauchen einen Rechtsrahmen, der effektiv wirkt, der diejenigen Interessen und Menschen, die geschützt werden müssen, dann auch schützt. Aber es ist vor allem ein Rechtsrahmen, der die Freiheit des Internets in den Mittelpunkt stellt, Innovation fördert und schützt, der diese Freiheiten schützt und zum Wohl unserer Gesellschaft weiterentwickelt. Das ist die Aufgabe für die kommenden Jahre. Die sollten wir gemeinsam bewältigen, so wie wir das an vielen Stellen in den letzten Jahren auch geschafft haben, in großer Gemeinsamkeit und in großem Konsens. Und ich möchte gerne an dieser Stelle dem Kollegen Lammler noch mal ausdrücklich danken, weil ich das auch wichtig finde, was Herr Kollege Vogt eben angesprochen hat, dass Sie sich sehr, sehr stark hier engagiert haben, auch sehr, sehr konsensorientiert haben für die Themen, die Ihnen am Herzen liegen, insbesondere natürlich Freifunk. Da haben Sie tatsächlich sehr, sehr viel vorangebracht. Gestern Abend haben wir noch über freie Lizenzen gesprochen. Das war ja das zweite große Thema in der Ausschussarbeit. Also dafür ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen allen alles Gute. Vielen Dank, Herr Kollege.